Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Stonekeep Teil 15. Jetzt mit 25% weniger Fail. Ja, das beim letzten Video ist da was schief gegangen, weswegen dann 15 Minuten gefehlt haben. Außerdem, das möchte ich jetzt gleich zu Anfang erwähnen, im 14. Teil, beziehungsweise zum 14. Teil habe ich einen Kommentar bekommen auf YouTube von dem YouTube-User Schnafblatt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Kurzer Auszug. Benutz ein bisschen mehr deinen Verstand. Du stehst vor einem Brunnen und wunderst dich, was er bringt. 3 Minuten später findest du einen Eimer. Macht's Klick. Ja, ich weiß. genau. Ich solle mal mehr experimentieren. Beispiel mit den Orbs. Ich habe es jetzt auf Screen ein bisschen geschaut, was sie machen im Spiel. Kleiner Hinweis, ich benutze keine Komplettlösung für dieses Spiel. Ich möchte das Spiel komplett ohne Komplettlösung durchspielen. Aber Tipps sind immer gern willkommen. Ich habe auch von einem anderen User bei einem anderen Teil eine Nachricht bekommen. Ich finde es nur gerade nicht mehr. Ich soll ja mal mein Inventar aufräumen, weil das Gesuche nervt. Ich habe es jetzt gemacht. So. Soweit dazu. Ja, Hammer. Genau. Jetzt habe ich mal mein Inventar anständig sortiert. Und da ich nicht nach Komplettlösungen schauen möchte, oder nicht in Komplettlösungen schauen möchte, habe ich auch nicht geschaut, ob man vielleicht das Zeug, das ich mitschleppe, irgendwann mal nochmal braucht. Tja. In dem Kommentar stand ja drin, ich solle mal schauen, was genau stand drin, was Afris und Asriels Orb machen. Also Afris Orb habe ich ja öfters schon benutzt, das ist diese hier, welche einem ja die Umgebung anzeigt. Gut. Das hier ist Aquilas Orb, die war in der Truhe drin, bei dem Riesen. Ja, Ettin. Ettin Riese. Hat diesen Nebeneffekt. Also komplette Party wird geheilt. Geht aber auch nur eine bestimmte Anzahl von Malen, dann muss ich es wieder aufladen. Also. Und das hier ist das Coolste. Nein, er ist nicht verstrahlt, er hat eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Ich demonstriere das mal mit dem Bogen. Da ist nicht so, aber mit dem Bogen ist es schon derbe. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen überflüssig, jetzt muss ich das Ganze wieder aufsammeln, aber es ist lustig. Ja, das Inventar umsortieren hat auch etwas Zeit in Anspruch gedauert. Denn in der Anleitung ist nirgendwo drin, wie man denn, oder ob man irgendwie mehrere Sachen auf einmal verschieben kann. Das ist ein bisschen komisch. Wenn man dann 99 Schwerter oder so rumschieben möchte, dann ist es halt ein bisschen umständlich. Ah ja, und dieses die Zahl 99, die zeigt nicht wirklich an, wie viel man hat, denn anscheinend geht die Anzeige bloß bis 99. Ich hab's geschaut bei den Totenköpfen, die ich gehabt habe. Und die habe ich versucht umzusortieren und ja, war so lustig. Ich will nur kurz das nachschauen. Ich leuchte noch grün, ist immer gut. Und etwas, was mir jemand anders geschrieben hat. Ich finde nur gerade nicht raus, wer oder wo. Natürlich, wenn man etwas nachschauen will, etwas rezitieren will, findet man es nicht. Ah, hier, es war auch Schnafblatt im Video davor, also Teil 13. Der kleine Totenkopf an der unter meinen Lebenspunkten zeigt an, dass ich verzaubert worden bin. Guck ins Buch, da steht
da steht, was du hast. Ich denke mir, was meint er? Und dann ist, weil ich bin immer so, oder ich, wenn man so weitergeht, beziehungsweise wenn es so zum Beispiel ist, dann geht man relativ schnell durch das Ganze durch, aber man kann ja auch die einzelnen Seiten umblättern. Darunter ist zum Beispiel, was hat er, was ist bei ihm verbessert worden, wie viel Schaden macht die Waffe, etc. Genauigkeit. Jo. Dann noch zu den einzelnen Charakteren. Was eigentlich ganz nett ist, ich muss sagen, dafür, dass das Spiel so alt ist, ist es doch recht, wenn man es genau nimmt, einsteigerfreundlich und ein bisschen wegweisend. Es ist sehr selbsterklärend teilweise. So, jetzt gehen wir aber da mal weiter. Und ich glaube, Schnappflapp war das auch. Genau. Genau, und räum mal die Rolle auf. Das Chaos ist auch toll, weil man sieht, was du für schöne Gegenstände hast, aber irgendwann nervt es ständig zu warten, bis du fündig geworden bist. Ich weiß. Das habe ich ja. Wo war's denn? Ja, ich habe das irgendwo. Irgendjemand, ich glaube, das war auch er wahrscheinlich im Teil der Abfuhr. Ich habe von irgendjemand die Nachricht bekommen. Ich entschuldige mich, ich krieg den Namen gerade nicht hin. Ist natürlich praktisch, dass wenn man schon einen Stapel hat mit solchen Sachen, dass der dann natürlich auch direkt das Spiel tut, direkt das da einsortieren. Außer bei Schriftrollen. Bin ich denn eigentlich? Ich sehe da etwas und es sieht nicht sehr gesund aus. Jetzt. Ich finde es lustig. Es ist ja fast eine Gatling-Gun oder sowas. Da ist nichts. Ja, es ist praktisch, wenn man aufgeräumtes Inventar hat. Das ist cool. Das ist echt lustig. This looks like dwarven manufacture. It looks familiar. Ich glaube, das hat man gerade doppelt gehört. Ich habe es in meinen Gehörgängen auch ungefähr dreimal gehört. Ich tue das mal hin. Ist das alles? Ja. Das kommt aber woanders hin. Was ist denn das? Ein Stück eines seltsamen Gerätes. Ah ja. Und es sieht aus wie von Zwergen gefertigt. Es kommt hier ein bisschen weiter hoch zu. Ich schätze mal, es sind. Ich nenne es mal Quest-Items. Stimmt, den hätte ich Ihnen ja noch geben können. Das ist ein. Fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ein Rüstungsring, genau. So. Ich werde jetzt doch mal zurückgehen, um das mit dem Brunnen zu machen, was ja angesprochen worden ist.
Ich muss sagen, dafür, also was ich eigentlich sagen wollte, dafür, dass das Spiel so alt ist, ist es doch recht wie soll ich sagen, es gibt ein Tipps. Das einzigste, was ein bisschen, also man hat, ich hatte noch nie die Stelle, die Situation, dass ich wirklich lang irgendwo, extrem lang irgendwo gehangen habe, einfach weil, doch einmal hatte ich das, aber ja, da war ich selber schuld. So. Ach, der war hier, genau. Genau, Bruno oder so. Tjo. Ich spiele jetzt mit anderen Kopfhörern. Deswegen kann sein, dass vielleicht es etwas laut ist, weil ich habe die Lautstärke runtergestellt. Ich habe nicht gerade schon mal versucht gehabt, das aufzunehmen. Was nun leider darin resultierte, dass man die Musik überhaupt nicht mehr hörte. Was man jetzt auch irgendwie nicht tut. Moment, ich werde das jetzt mal live fixen. Ach so, ist besser. So, ich habe diesen Eimer. Genau, so benutzt man einen Eimer. Ich schätze einfach mal, dass ich das dafür benutzen soll. Ach komm! Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Stehen. Wie sieht denn eigentlich gerade Stopp. Ist alles voll. Ich hab gedacht, das hätte man jetzt dafür benutzen sollen. Dann eben nicht. So, dann geh wieder zurück. Vielleicht braucht den Wassereimer irgendwann mal. Man weiß ja nicht. Ich muss noch mal kurz was umstellen. So. Na dann, es ist ein bisschen komisch, weil wenn man alles laut hat, dann fügt sich die Musik ein bisschen besser in den Ton ein, aber wenn man das leise macht, dann ist das unterschiedlich leiser. Egal, ich gehe einfach mal geradeaus.
Genau, ja. Entweder ist es eine Tonstörung oder irgendwas, was gefährlich sein könnte. Ach so. Wäre das jetzt ein Ego-Shooter, der abgekürzt so viel heißen würde wie Ich habe sowas irgendwo schon mal gesehen, aber ich kann es irgendwie nicht einordnen. Ich schätze, es gehört da dazu. Aber wo hat man denn bitte eine Zwergenapparatur denn gesehen? Ich leuchte immer noch grün. Ich frage mich, wie lange das anhält. Hätte sein können, dass da noch irgendwo ein Geheimgang ist, man weiß ja nicht. Dann gehe ich doch mal anders. Eine wunderschöne Pfeile. Ach, Heilraut. Es überlegt, Schlangen, schlimme Feinde und jetzt, oh ja, macht nichts. Also. Ich bin im Kreis gegangen. Aber so ändert es einen irgendwie doch an den Ego-Shooter. Genau, da war ich. Mir kommt es so vor, da hat sich der Sound irgendwie leicht verändert, wenn man ihn noch runterstellt von der Lautstärke her. Ach, in der README-Datei. Und ich habe nicht mal ins Handbuch geschaut und in die README-Datei. Da steht nirgendwo dran, dass es da so genauere Informationen gibt zu den Charakteren, wenn man da durchblättert. Gut, aber es steht drin, dass wenn man sich im Kampf bewegt, man schwerer getroffen werden kann. Ich hab's doch gewusst. Mein Gott, das ist ein Pilz.
Ah, ich mag Pfeil und Bogen. Es ist ein normaler Stein. Pilze haben auch bestimmte Fähigkeiten, wie ich glaube, die Grünen können Vergiftungen heilen. Was war jetzt das für Geräusch? Da ist ein... Moment mal. Könnte das sein, dass das... Nö. Es ist optisch doch ein bisschen größer. Vielleicht habe ich ja einen Schlüssel an meinem Schlüsselband, Ring. Ja, das ist interessant. Ich habe das... Das ist ein Schlüssel. Nein, da kann man Schlüssel ranhängen. Da ist noch kein Gescheiter dabei anscheinend. Nein. Warte mal. Aber es sieht nicht so wirklich aus wie ein Schlüsselloch, deswegen... Ist jetzt das Teil hin? Sieht es sich da ganz oben hin verzogen? Genau. Hey, ich habe eine Rüstung gefunden. Oder von irgendjemandem abgezogen. Immer gut. Also kommt hier hin. Die sieht doch schon mal ein bisschen robuster aus, wie die Bruder Drake gerade hat. Schon sowas. Jetzt scroll ich durchs Inventar, um das richtig einzusortieren. Ja, wenn man. Ich habe das auch kurz rausgefunden, bevor ich die Nachricht bekommen habe. Aber trotzdem danke. Wenn man die linke Maustaste dazu gedrückt hält, während man. Oberen oder unteren Ende der Rolle ist, mein Gott. Dann kann man schneller scrollen. Was natürlich sehr praktisch ist. Bin ich im Kreisgang? Nein. Jetzt bin ich im Kreisgang. Mit den bloßen Händen, wie bei Minecraft.
solche Ärsche. Ja, wenigstens krieg ich dafür Munition. Man muss es alles positiv sehen. Ach, da ist... Ah, okay. Wie habe ich denn jetzt eigentlich? 4, 28. Ah, eine Brandbombe. Ah, die muss ich eigentlich einsortieren zu... da. Wurfwaffen. Wird es automatisch aufeinander gestapelt? Ja, natürlich. Da hinten leuchtet was. Sieht man ganz leicht. Ein grünes X. Und jeder, der Indiana Jones von Letzte Kreuzung gesehen hat, weiß, X hat noch nie irgendwie irgendwo einen wichtigen Punkt markiert. Hi. Shit. Das war jetzt irgendwie dumm. Zum Glück habe ich da gespeichert. Na? Einfach die pure Geschwindigkeit beim Pfeilschießen ist super. Das ist dann nicht wie viel, sondern... Ah, da ist irgendwas. Ein Schlüssel. Den habe ich jetzt automatisch da eingefügt. Was auch immer praktisch ist. That is definitely a froggish magic glyph. They must have some way of passing through it safely. Some way of identifying themselves, perhaps. Also das ist eine Glyphe und die müssen irgendeine Möglichkeit haben, das doch sicher durchzukommen. Egal. Ah ja, aber zurück kommt man. Ah, bevor Fragen kommt, das habe ich auch, ich glaube, das habe ich nicht im Video probiert. Ah ja, Masti heißt Modrig und es, man bekommt dadurch kein Health. Genau wie durch das Gammelfleisch. Ja, anders kann man es nicht nennen, es vergammelt. Und es ist Fleisch, also. So da. Oh, das ist praktisch, das heilt komplett. Ich hab gedacht, bloß eine bestimmte... Irgendwas übersehen, nein. Also bitte! Probier ich das doch nochmal. Man kommt da schon durch die Glyphe durch, bloß es ist nicht sonderlich gesund. Da ist er. Ich finde es praktisch mit diesem Schlüsselring. Schauen wir doch mal. Ja, mit M kann man... No!
muss ich tatsächlich. Ah. Moment, dann muss ich es woanders machen. Nein. Alles nicht so einfach. Ich habe auch noch Nachricht bekommen, dass das Schwert tatsächlich effektiver ist. Scheint es hätten ein paar Orbs begrenzte. Ich finde das immer, ich finde Spielelogik ist immer ein bisschen lustig, denn die bemerken nicht, dass da gerade um die Ecke ein paar Leute abgemuxt wurden. Nein. Zwei Leute stehen zusammen mit einem Haufen Schuss. Das interessiert keine Sau. Hm? Ich weiß, das ist das Einzige, was mich da ein bisschen stört. Das ist auch eine witzige Sache, man kann quasi die Zeit einhalten, indem man quasi im Inventar ist. Doof. Nein, nicht den Ring, das Schwert. So. Da ist er. Das ist immer wieder schön. Wird halt schnell der Stab hergenommen. Das ist eigentlich schwachsinnig. Obwohl, nee, ist eigentlich fast besser. Das ist doch schon mal was. Und ich strahle immer noch. Da ist ein Aufgang.
Ah, gut. Ich habe nur kurz was nachschauen müssen. So. Jetzt sind wir nämlich wieder. Nö. Ich habe hier noch nicht alles erforscht und ich bin ganz ehrlich, es ist doch manchmal praktischer, wenn man alles erforscht hat. Aber das kann ich dann aufheben. Some of the orbs have limited uses. Gut zu wissen, dass das länger braucht. Ich weiß auch nicht, wie lang die Orb, die ihm schneller macht, wie lang die anhält. Ich tue mir gerade schwer, die Geräusche einzuordnen. Entweder brennt da irgendwas oder da ist eine Schlange. Ach, stimmt. Da gibt es ja jetzt schon einen Weg, unbeschadet durchzukommen. Aber wollen wir denn da eigentlich unbeschadet durchkommen? Hat etwas Damage gemacht. Ja, wie ladet die? Das ladet sich selber auf, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert. Das habe ich nachgelesen, da bin ich ganz ehrlich. Weil mich hat einfach bloß interessiert, was sie macht, weil die andere war offensichtlich in die, dass sie heilt, ist klar, aber ich habe mich gewundert, ob man die vielleicht am Mana-Kreis aufnehmen muss. Na gut, dann wird halt schnell. Schwach, aber egal. Irgendwo kommt schon sicher wieder ein Mana-Kreis oder sowas. Oder die Statue im Tempel ist dir wahrscheinlich das nächstgelegenste. Man kann einfach gedrückt halten. Okay. Ist ja fast wieder Eisen. Ich wollte gerade schon wieder einen Minecraft-Spruch bringen. Mei. Munition ist immer gut. Help, yes?
Till we meet again, Karzak. Aye, till then. So, es ist jetzt so. Kurz Zusammenfassung des Dialogs. Das ist die Clan-Halle, also die, ja, Clan-Halle trifft es eigentlich am besten auf Deutsch. Der Zwerge. Und deswegen ist er jetzt vorausgegangen, um zu schauen, ob man denn überhaupt rein dürfen, weil seitdem die Sroggy das quasi das Ganze übernommen haben, das Gebiet, haben die quasi Alarmstufe Rot. Und der eine, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, der eine Zwerg, dem auch kein Arzt mehr helfen kann. Er hat bloß gesagt, und meine Projekte, die sagen, die sammeln, die sind ein Staubfänger. Ah ja, Staub ist gut. Jetzt weiß ich nicht, soll ich hinterhergehen oder warten? Er kam nicht wieder. Aha. Okay, das heißt nichts Gutes. Schalke! Halt! Who goes there? I am Drake, an adventurer. Karzak sent us. Halt yourself, Bun. We've come to see the Elder. Farley, I'd not thought you would have returned. If you want to see the Elder, I'm not going to stop you. I'll take you to him now. I know the way, Thun Brightstone. You watch the gates. Mhm. You're right. Ein Navigationssystem. Da kam gerade. Wer wagt es ungefähr? Wer wagt es einzutreten und so? Ja, ich bin Drake, ich bin Abenteurer. Dann sagt Fadi, wir möchten den Alten sprechen. Also den, ja, Elder heißt eigentlich der Alte. Ah, yes, this is my workspace. Where did those supplies go? Farewell, Domber. Oh, yes, yes. If you see my brother, send him to me. I have a new device he must see. I'm right here. Oh, yes. Well, stop by later, would you please? Hier ist mein Arbeitsplatz. Und ich fand es ganz nutzer. Ah ja, und sag mein Bruder, soll er mal zu mir kommen? Ich hab eine neue Erfindung und dann so. Ich stehe genau hier neben dir. Ah ja, dann schau doch später mal vorbei. Make this left. Das ist cool. We must take the battle to them, Torin. No, Gildor. It isn't time. I cannot explain their recent actions, but we must remain calm. The clan needs us here. But if the Throgs attack us now, with all the disappearances, I don't know if we can hold the clan hall. Lost, Thera. I will have no more discussion about this. We have guests, Gildor. Stand aside. Come closer. Did not mean to interrupt. Nay, they are old words anyways. I am Torin, Elder of the Chakra clan. You must be Drake. I have heard of you. And Farley. You have returned at last. Domber needed... Enough. Save it for later. Drake, what do you ask of me? I came to see if the dwarves would help me. We are a good people. And our relationship with Stonekeep goes back many years. My step-uncle Orvig was a solid friend of the leaders of Stonekeep. We will help. Thank you. Walk the halls. Speak to my people. Have Karzak join your side again. He seemed rather happy when he spoke with me earlier.
Return when you have learned more and we will talk. I wish to speak with you some more. Now, Farley, you disobeyed my direct command. You left the hall and went searching for your brother. What do you say to this? I had to leave. I had to find Domber. He would have done the same for me, sir. Only if he remembered that you were gone. But that doesn't change the fact that you broke our laws. You are Uktogoth. Leave now. But an Uktogoth cannot be heard or seen. So be it. Goodbye, Drake. I must go. Nein, er wurde verstoßen. Kurzfassung. Ja, die Zwerge haben schon früher, vor Jahren, als Stonekeep noch stand, sagen wir es mal so, zusammengehalten, also sprich einen Pakt gehabt etc. Und natürlich helfen die ihm. Nur Farley hat natürlich seine direkten Befehle er hat sich nicht an direkte Befehle gehalten, jetzt stimmt's. Und ja. Deswegen ist jetzt ein Ukwok. Ich habe gerade das Wort vergessen. Tja, und dann wollte er noch was sagen. Und dann haben sie gleich zeitgleich gesagt, so jemand kann nicht gesehen oder angehört werden. Ich muss sagen, die sehen alle aus, als hätten sie eins zu oft auf die Nase bekommen. So, jetzt soll ich mal rumgehen, mit den anderen Leuten sprechen. Das sah gerade recht interessant aus. So. Ist abgeschlossen. Greetings! I am Orson, librarian recorder of this clan hall. What can I do for you? I'm looking for help. Well, you've come to a good place. Wander these halls and ask your questions. Feel free to peruse the scrolls in this humble library. Also, er ist der Bibliothekar und ja, man darf sich jetzt umschauen. That one of Thera's line will come to the Keep of Stone. This foreseen one will bring a wave of darkness to his people and be cast away. In time, the one will rise up and bring light to where there is none. Aha, eine Prophezeiung erzählt, dass einer aus Thera's Linie, wahrscheinlich Blutlinie, kommen wird, um das the Keep of Stone, wahrscheinlich Stonekeep ist gemeint. Also wird nach Stonekeep kommen. Diese also das ist quasi der Shadow King ist gemeint. Der Kukul. Ja. Legt es wieder zurück. Helion, born of fire. Akila, life daughter. Thera, mother of earth. Azrael. The Red Warrior, Cool Coon, Dark Brother. Aha, also die jüngsten Götter Helion, geboren aus dem Feuer, Akila, Lebenstochter, Terra, Mutter der Erde, Azrael, der Rote Krieger und Kukum, dunkler Bruder, okay. Marine, strongest of all. Afri, vision seeker. Safrini, natural flyer. Yot-Sagoth, master of magic. Kor-Sagoth, brother to magic. Aha. Also Marie und Marith, die stärkste von allen. Afri, die Visionsseher, ja gut, das hat man ja gesehen. Safrini, natürlich Flieger, Yof-Sogoth,
der Meister Magie und Korsogov, Bruder der Magie. Bruder ja, der Magie. Na, ich hätte mir die vielleicht auch anders einsortieren sollen. Soll ich jetzt anders machen? Ich finde die drei Rollen relativ wichtig, deswegen werde ich mir die jetzt ganz unten separat einordnen. Weil wenn man die ganzen Schriftrollen, die man hat, dann nachträglich aussortieren will, ist man ja stunden beschäftigt. Und schauen wir doch mal. Hello, Sir Dwarf. I am Sardin Blackrock, Master Smith of this hold. What can I do for you? I need some help. You should talk to Torin, our elder. He is to the south. Now stop right there. Can't let you go any further, see? Non-employees are not permitted on the shop floor. Step back behind the line. Uh-huh. Aha, das scheint, also er hat anscheinend ein Geschäft und es sind Besucher nicht hinter der Linie erlaubt. Also in dem Dresden. Can I help you? Dumber, it's me, Drake. Oh yes, it's Drake. Jake who? I saved you and your brother. Oh, never mind. What can I do for you? I'm busy, you know. You mentioned some secret device. Shh! It's my secret project. A new weapon to use against, well, against somebody. I almost had it developed. I just can't find the missing pieces. They must have been delivered incorrectly. I would not have misplaced them. If I can find the pieces to this weapon, can I use it? Of course. What's the point of a weapon if it won't be used? But then, what good is a used weapon? Well, anyway, bring me the pieces and I will loan you the weapon. Ah, okay, dafür braucht man die Teile. Also Sprecher sagt zuerst mal, hat überhaupt keine Ahnung, wer wir sind, wie immer halt. Und dann hat er gesagt, ja, Drake sagt, ja, du arbeitest doch an der Geheimwaffe. Oh, das ist mein Geheimnis. Aber es fehlen ihm irgendwie ein paar Teile. Ach, toll. Hallo. Warum kann ich ihm das nicht geben? Mal. Muss wahrscheinlich jetzt erst wirklich verlassen, damit ich ihm. Well, what do you want? It's me. I'm looking for your secret weapon. Shh! Don't tell anybody about that. It's a secret. And it's in pieces. It's a bunch of secret pieces, I guess. Oh, I remember you. You're looking for it. Yeah, genau. Yeah. Do you have one of the pieces? Ich hab ihm die doch gerade gegeben. Da. Yes, this is part of the project. Ich habe ja noch eins. Gut,
Entweder ist es so ein leichter Designfehler oder ist einfach nur so dumm. So, haben wir noch die andere. Do you have one of the pieces? Yes, yes. This is another piece to the stone shooter. Okay, da fehlt noch ein Teil. Warte mal. Könnte das hier auch noch ein Teil davon sein? Do you have one of the pieces? This has nothing to do with the secret project. Tja. Also sprich, jetzt wissen wir schon mal, dass es sich um so eine Art Steinschleuder handelt. Das heißt, wir müssen noch mehr Teile suchen. Ich glaube, es war richtig. Egal. Nee, oder was? Dumbbell. Shooter, ich lasse es jetzt nicht mit sofort zum Korrigieren. So. Dann machen wir uns doch auf die Mission. Ich schätze mal, das ist der Ausgang. Aber ich schaue mich hier noch mal ein bisschen näher um. Patrouilliert einen ganz schön langen Korridor. Ah. How's it going? Ah, it is so boring around this place. There is much talk of battle with the Throgs. But nothing will come from it. Well, Torin wants to know if you will journey with me again. Oh, for the glory of battle, yes. Come on then. Time is wasting. Ah, jetzt haben wir wenigstens wieder einen Mitstreiter. Ich finde es so interessant, dass die Zwergenfestung das gleiche Teilset benutzt. Das gleiche Grafik-Setting wie Stonekeep selber. Also die Festung quasi. Moment. Ich wollte gerade sagen, aha, da ist Ike drin, 3x. Ach nee, es waren 4x bei Comics. Uh-huh.
Das Problem bei solchen Spielen, ich weiß nie, ob das eine Konsequenz haben könnte. Ich glaube, ich habe jetzt eine Zeit schon erforscht. Yes, I have heard of your travels. News travels quickly in the Underlands. I believe we may have similar goals. I'm not sure if I understand what you're talking about. Well, let me just say that I think the same about Throgs and their shamans as you do. And anything you do regarding them is acceptable to me. Yes, I see now. Good. Please look around my little shop. If you see anything you like, pick it up and come and talk to me about payment. Here is the price list. They are very reasonable. Was? Okay. Ah. Good prices. Also. Lederschild. Ah, okay, ja. Achso, nicht Golddigger, sondern. Degen. Ah, ja, okay, jetzt versteh's. Kann ich den auch Waffen verkaufen? Gut. Was ist das für eine? Achso, das sind die 76 Stück. Ob ich dem auch Zeug verkaufen kann? Schauen wir doch mal. Das ist gar nicht so blöd, als... Ah, hier könnte man auch sowas kaufen. Gut, das funktioniert wohl nicht so. Ah, man kann hier heiß ankommen. Was habe ich denn eigentlich an Gold? Der Geld sagt, da ist er. 15 hätte ich. Interessant ist, dass hier ein Shop ist. Wirklich hingetragen. Man könnte ich jetzt ausrauben, glaube ich, oder? Aber ich will keinen. Na, muss ja nett sein. Ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht eine dumme Idee wäre. Was für ein Geräusch. Das hört sich an, wie als hätte er eine Probleme beim Öffnen der Tür. What do you want? What are you doing here? Nothing. Now go away. Drake, watch out. Some
sort of illusion magic. Thanks for the warning. It saved my life. A life for a life. Ich habe schon gedacht, der greift an. Und da hat man gerade wieder gesehen, wie lang das Ding hält. Diesen Part hier. Ich hoffe, es hat gefallen und sage das, was ich immer an dieser Stelle sage. Wenn gefallen hat, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Erstmal nochmal speichern. Naja, hoffentlich wird es besser wie beim letzten Mal, oder?